Okay, und los geht's. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Gregors Gaming Heroes. Und heute mal nicht ganz so wie gewohnt, sondern eher fast komplett anders. Ihr seht, wir sind gerade in meiner HD-Butze sozusagen. Dieser Hintergrund, den ihr gerade seht, an dem habe ich seit einiger Zeit ein wenig gearbeitet. Und an sich war dafür gedacht gewesen, dass ich demnächst mal ein paar neuere Sprite-Seeings mache mit 16 zu 9 Spielen. Aber jetzt hat er sich gerade angeboten, denn Grand Theft Auto 5 ist da. Ich wollte es mir sowieso irgendwie bei Zeit mal für den Kanal hier angucken. Und es hat gepasst, dass ich Hintergrund plus Spiel gerade für ein kleines Experiment benutze, denn ihr wisst es vielleicht nicht und wenn ihr es seht, ist es auch nicht mehr ganz so der Fall, aber ich mache gerade hier Livestreaming. Livestreaming bei YouTube. Das Problem ist es, ich kann von Deutschland aus live streamen, aber man kann die Livestreams von Deutschland aus nicht angucken. Da ist irgendwie noch so eine komische Regelung bei YouTube dort gesehen, aber ich wollte das Setup einmal durchtesten. Ich habe hier vor einiger Zeit eine neue Capture-Karte gekauft und ich probiere gerade mit der Open Broadcaster Software aus, ob man vernünftig Hintergründe, Ingame-Bild, Ton und so weiter so abmischen kann, dass man direkt so live streamen könnte. Und ich mache gerade, ich spiele gerade daheim und sende es an sich direkt bei YouTube, ohne dass es vorher in ein Schnittprogramm kommt, ohne dass es exportiert wird, ohne dass. Oh, die Polizei hat mich gesehen. Ich fahre mal kurz weiter, bevor ich was über Spiel erzähle. Aber ich bin sehr gespannt darauf, wie das Bild letzten Endes bei YouTube ankommt, weil das könnte für mich eine enorme Zeitersparnis beim Produzieren solcher Videos bedeuten. Und das heißt, ich könnte wesentlich schneller und kurzfristiger mal irgendetwas über Games hier auf dem Kanal machen, ohne dass es so ein großer Zeitaufwand für mich ist. Und das sollte aus Aktualitätsgründen ja auch vollkommen cool sein. Man könnte tatsächlich sich sogar dann Livestreams, na gut, Livestreams in Anführungsstrichen eben live on tape, sagen wir es mal, live on YouTube, dass ich dann direkt dort ausgepackt mache, ohne dass sie vorher in die Bearbeitung dann müssen. Oder eben auch die Sprite-Scenes, die würden damit auch direkt funktionieren. Und das wäre eigentlich alles. Oh Gott, jetzt verfolgt die Polizei, das darf eigentlich nicht sein. Das würde eigentlich für die Zukunft so ganz cool sein. Ja, kommen wir eigentlich dann mal zum eigentlichen Tagesgeschäft hier. Falls ihr mich über Facebook oder Twitter oder an. Alter, was ist denn da passiert? Ist da ein Auto gerade? Scheiße. Ja, wenn ihr mich über Twitter oder Facebook verfolgt, wisst ihr, ich habe momentan gerade Urlaub. Und wie der Zufall es will, während meines Urlaubs ist auch Grand Theft Auto 5 erschienen. Ich bin sowieso riesiger, riesiger, riesiger GTA-Fan, habe alles seit GTA 3 gespielt und verschlungen, was hier rausgekommen ist. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, es gibt ja noch zwei sehr umfangreiche Plauschangriffe auf GameOn.de. Alter, wo bin ich denn hier gelandet? Hier war ich ja noch gar nicht. Auf GameOn.de zwar also hier Plauschangriffe, wo so ziemlich die halbe Redaktion darüber redet, was GTA für einen hohen Stellenwert hat. Und wie der Zufall es wollte eben, ich habe momentan 2 Wochen Urlaub. Das ist das erste Video, was ich seit knapp 2, 2,5 Wochen wieder produziere. Und wenn es jetzt nicht mit diesem Test zusammengepasst hätte, dann hätte ich wahrscheinlich eh nur für mich gespielt und nicht das Ganze ins Netz sozusagen gestreamt. Aber es passt dann dementsprechend gut zusammen. Ja, GTA 5 ist ja natürlich sowieso in aller Munde und auf allen Kanälen momentan vertreten. Jeder spielt es momentan. Ich glaube, das letzte, was ich gehört habe, das Einspielergebnis innerhalb von 3 Tagen $1 Milliarde weltweit umgesetzt. Das ist wesentlich mehr als jeder erfolgreiche Spielfilm, der hier rausgekommen ist. Das größte Entertainment-Produkt aller Zeiten. Und mich wundert es nicht, dass der Erfolg so riesig ist, denn
wie lange hat man auf GTA 5 gewartet? Ne? Wann war GTA 4? Das kam Mai 2008, April 2008 oder sowas dort heraus. Ich habe damals den Game One TV-Beitrag dazu gemacht, plus über die Add-ons nach einiger Zeit ebenfalls. Alter, wie lang ist die Polizei immer noch in der Mitte unterwegs? Ich muss mal hier kurz weg. Ebenfalls über die Add-ons dann The Lost and Damned und The Ballad of Gay Tony, finde ich zwei meiner stärksten Beiträge in Richtung Game One. Der GTA 4 Beitrag hätte leider ein bisschen ausführlicher sein können, aber damals gab es die Auflage von Rockstar, hey, wenn wir euch eine Version geben, so 3-4 Tage vor dem Release, dann es macht aber Spaß, einfach hier rumzuhören. 3-4 Tage vor dem Release, dann könnt ihr es zwar spielen und auch für die Sendung was machen, aber viel vorher kriegt ihr es nicht. Und ein GTA vernünftig zu beurteilen oder so sich reinzufühlen, zu sehen, wie das langfristig wirkt, da braucht man wirklich echt längere Zeit. Ich habe GTA 3 so oft und so lange gespielt, dass ich es irgendwann mal speedrunnen konnte, also dass ich es innerhalb von so 3,5 bis 4 Stunden durchspielen kann. Ich weiß, der Weltrekord liegt momentan so bei 1 Stunde 20 Minuten oder sogar noch ein bisschen weniger mittlerweine, aber ich war richtig, richtig gut drin. Vice City ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele, habe mir den Soundtrack importiert, dass es gekommen ist. San Andreas habe ich nicht gedacht, dass ich so warm werde damit, wegen dieser ganzen Gangster-Thematik, aber hat sich dann herausgestellt, dass es doch eines meiner absoluten Lieblingsspiele aus ist. Jedes 3D-GTA habe ich über 200 Stunden investiert, mindestens. Ne? Weil einfach dieser Open World gemischt mit Autofahren und Fliegen und ja, diese ganzen Open World und Sandbox-Geschichten, die damals erfunden wurden, quasi oder von GTA mit festgelegt wurden, das hat richtig, richtig meinen Nerv getroffen. Ne? Das hat sich ein bisschen angefühlt wie Shenmue, aber mit dem Rennspiel gekoppelt. Ne? Weil man diese Open World mit herumlaufen und Story und ein bisschen ja, leichte Adventure-Elemente hat, aber als Autorennfan, man sieht hier, ich fahre gerade hier mit Charakter Trevor einfach mit einem Dirtbike durch die Gegend, während ich erzähle, und es macht einfach so schon leiden Spaß. Hat mich richtig damals gefesselt. Der Vierer war eben so, dass ich dann weniger Gelegenheit hatte, da richtig reinzugehen. Und der Vierer flasht im ersten Moment damals ungemein. Ne? Also alleine, was die sich an Grafik-Updates, Ragdoll-Physics, bisschen bessere Zu-Fuß-Steuerung als vorher überlegt haben. Niko Bellic, ein sehr interessanter Charakter im ersten Moment und so weiter. So die ersten 1-2 Wochen ist es wirklich ein Spiel, was sich komplett plättet. Nur der langfristige Effekt war bei GTA 4 leider bei mir nicht da gewesen. Das ist eines, das habe ich dann einmal durchgespielt und dann nicht mehr angefasst. Dann zwar nur noch die Add-ons gespielt und die sind auch besser als das originale GTA 4 oder jedenfalls langfristiger motivierend. Aber das Gefühl, was ich mit GTA 3, Vice City und San Andreas und immer weiter im Zuge auch den Add-ons Liberty City Stories und Vice City Stories auf der PSP dann hatte, das konnte ich nicht ganz mit GTA 4 replizieren. Meine Hoffnung lag deswegen hier auf Grand Theft Auto 5 und seitdem der erste Trailer gekommen ist, ich hatte ein bisschen ja darauf gehofft oder spekuliert, dass ein ja nach dem Liberty City Update, dem New York, dem fiktiven New York sozusagen von Rockstar, den Entwicklern bei GTA 4, dass bei GTA 5 dann Vice City, ja, das virtuelle Miami oder so dran ist, weil, ey, Vice City, ey, verdammt, wie geil war immer noch durch Vice City da rumzufahren und alles kaputt zu nölen und die Musik zu erleben und so weiter. Als es dann San Andreas geworden ist, oder hier die virtuelle Gegend um Los Angeles herum, habe ich dann aber nach der ersten kleinen Mini-Ernüchterung, ne, weil San Andreas hatte ich ja auch mehr zu genügend gespielt, dann gedacht, Location und Gelegenheit und was dort an Story-Möglichkeiten dann sich gibt, das ist eigentlich ziemlich geil, ne? Und darüber hinaus, dass jetzt erstmals nicht nur ein spielbarer Hauptcharakter dabei ist, sondern drei Charaktere, wie ihr gerade seht. Ich bin gerade mit Charakter Nummer 3 sozusagen in der Reihenfolge hier unterwegs, wie man sie im Spiel dann findet. Trevor, ein... Oh, ja, Trevor ist ein bisschen schwierig zu beschreiben. Ich will ihn als so Redneck, ja, als so typisch klischeehaften Südstaatler, gemischt mit Murdoch vom A-Team ein wenig bezeichnen, ja. Also komplett durchgeknallt, kann herumfliegen, sehr gut mit Flugzeugen, hat also Pilotenschein oder sowas gemacht, ist von Haus aus einfach sehr gewalttätig angelegt und hat eben die, oder bedient diese ganzen Südstaaten-Klischees. Ich halte mal kurz mit ihm an, dann können wir uns hier mal ein bisschen näher angucken. Möglicher, dass man dort mit drei Charakteren spielt, inklusive solchen wie hier, dem Trevor. Mal sehen, wie kann ich das mit der Kamera denn am besten machen. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. So, man sieht ihn hier vielleicht, der guckt... Der guckt ein bisschen fies und so weiter rein. Wenn man's, man kann es vielleicht nicht ganz so richtig erkennen, aber er hat ein Tattoo
um den Hals und ja, kratzt sich die Eier gerade. Ein Tattoo um den Hals, wo Cut Here steht sozusagen. Also wenn man den Kopf abtrennen will, dann bitte hier an der Linie entlang schneiden. Das sagt schon einiges aus, was der dann dort drauf hat. Und ich bin auch nicht so ultra weit im Spiel jetzt hier drin. Ich habe zwar gerade Urlaub, aber man glaubt es mir natürlich dann nicht auch als GTA-Fan und Gamer. Ich habe mir den Urlaub nicht genommen, um hauptsächlich nur GTA zu spielen die ganze Zeit. Ich habe vielleicht insgesamt an die 10 Spielstunden innerhalb von so einer Woche bisher gemacht, wo ich das Spiel dann besitze. Normalerweise würde ich dann wesentlich intensiver dort rangehen, aber Urlaub ist auch Urlaub, ne? Und ein bisschen Zocken gehört dazu. Aber da ist ja auch Zeit und Gelegenheit für andere Dinge, die man bisher nicht hatte. Aber trotzdem habe ich dann eben immer noch diese 10 Stunden dort gespielt und ich bin gerade an dem Punkt angekommen, wo man Kollege Trevor hier freischaltet. Ich werde darauf verzichten, irgendwie groß Story-Spoiler zu machen. Also ich fahre jetzt hier gerade nur rum, um einmal ein bisschen was zu erzählen, bevor wir mal konkret in ein paar Erklärungen, ein paar Sachen dort reingehen. Aber ich werde wesentlich mehr ins Detail gehen, wenn ich später mal ein Review von GTA 5 mache, weil da bietet es sich auch tatsächlich an, sich nochmal hinzusetzen, vielleicht mit ein paar Kollegen nochmal ein bisschen länger drüber zu quatschen, eine Stunde oder zwei, wenn das Spiel dann mal durch ist und man auf sich hat sacken lassen, wie jede einzelne Funktion dann dort abläuft und wie die Langzeitmotivation tatsächlich ist, das ist dann nochmal wesentlich interessanter. Hier bin ich aber momentan noch so in der Kennenlernen- und Findungsphase und bin immer noch hoch erfreut und begeistert davon, dann die Charaktere und vor allem, schaut euch das da hinten an, ja. Okay, jetzt wo ich gewartet habe, packt sich Trevor auch den Helm auf. Die Charaktere und vor allem auch die Welt von GTA 5 kennenzulernen. Ich kann euch ja mal die Karte ein wenig zeigen. Ich bin gerade unterwegs. Moment, ich zoome mal ein bisschen raus, oder? Oh, ich bin schon rausgezoomt. Wir sind gerade hier im nördlichen Teil der Map. Rein von den Locations her, es ist ein bisschen anders gelagert, als wenn man GTA San Andreas kannte, weil es basiert, wie San Andreas auch, auf Los Angeles als Gegend, aber ein bisschen anders geschaltet. Bei GTA San Andreas auf Xbox 1, PlayStation 2 und so weiter, war es ja so, dass du drei Städte hattest und die waren verbunden mit sehr vielen Landstraßen schon durch drin und es war ein echt riesiges, eine echt riesige Gegend. Du hattest an der einen Seite hier Los Santos, die Videogame-Repräsentation von Los Angeles. Das ist hier, man sieht auch hier, wo das dicht gewebte Straßennetz und so weiter dort ist und der Hafen und alles drum und dran. Du hattest aber noch zwei weitere Städte, die hier in der Form nicht vorhanden sind. Du hattest einmal so ein virtuelles San Francisco namens San Fierro, das war ungefähr hier in der Karte, und du hattest ein Las Vegas, das hieß Las Venturas, das war hier in der Karte ungefähr, und die waren miteinander verbunden, die in Amerika natürlich in unterschiedlichen Bundesstaaten liegen, also LA, San Francisco und Las Vegas, aber dort waren sie verbunden eben durch die Gegend dort, und das gab echt ein schönes, sehr eigenständiges und vor allem sehr großes Spielweltgefühl und so weiter. Hier wurde sich auf eine Stadt konzentriert, hier unten, hier Las Venturas oder Los Santos, glaube ich, haben sie es hier dann eher genannt, stimmt. Erzähle wieder Scheiße hier. Also Los Santos war LA, San Fierro war San Francisco und Las Venturas war Las Vegas. So, okay, ich hoffe, ich habe es vorher nicht durcheinander bekommen. Hier haben wir nur Los Santos als Hauptstadt sozusagen hier drin und drumherum haben wir ein bisschen so ländliche Gegenden, wo wir gerade mit Trevor hier unterwegs sind. Also, wo waren wir? Warte mal. Low Detail, wo bin ich denn überhaupt? Moment, ich finde mich gerade gar nicht hier auf der Karte. Da bin ich hier. Rausgefahren. Wir sind in der ländlichen Gegend. Hier sind wir eher auf den Bergen unterwegs. Man kann die mit Trevor auch per Flugzeug durchfliegen. Hier sehen wir verschiedene. Hier ist ein Waffenladen, wo wir es kaufen können. Hier ist Trevors Heim. Das ist so, ja, so ein kleines Nest nördlich von der Hauptstadt oder von der Großstadt Los Santos hier. Und man sieht, ich habe auch noch bei weitem nicht alles von der Map hier freigeschaltet. Ich bin hier mal weit aufs Meer rausgefahren mit dem Flugzeug rausgeflogen. Da hat mich ein Hai gegessen. Ich habe so eine Panik gehabt. Das gab es gar nicht, bis mich der Hai dann gefuttert hat. Ja, und ich bin gerade wirklich noch in der Findungsphase, Welt und Charaktere kennenzulernen. Und ich mache manchmal einfach nicht viel anderes, als mich in ein Auto, in ein Flugzeug zu setzen, um mal ein bisschen zu fliegen, ein bisschen zu machen, ein bisschen zu zeigen. Und ich glaube, ich hätte tatsächlich Bock, einmal zu fliegen. Warte mal, wo ist denn mein Landing Strip? Hier. Ne? Ich setze mich hier mal an Waypoint, dass ich auf der Karte dann sehen kann, wie ich dann fahren müsste, okay? Und ihr seht es unten links, natürlich bei so einer großen Gegend, man hat sich beim alten GTA auch per Radar sozusagen zurechtgefunden. Ich war fast umgekippt. Zurechtgefunden. Hier wurde der Radar quasi wie so eine Art GPS
im Auto richtig aufgebaut. Diese GPS-Funktion gab es schon bei GTA 4, dass man sozusagen sich ein Ziel anzeigen lassen konnte und dann wird einem die Route unten auf der Karte angegeben. Jetzt ist die Karte auch noch statt Top-Down ein bisschen flacher, dass es tatsächlich wie in einem Auto-GPS dann ausschaut und Ansagen auch darüber kommen, je nachdem, wenn man ein korrekt konkretes Auto hat. Wir fahren jetzt eben hier gerade auf unserem, das muss eine Sanchez sein, ja, auf unserem Dirtbike hier herum. Es ist ein bisschen angenehmer oder ich habe ein bisschen mehr Spaß meist mit Bikes hier herumzufahren, also mit Motorrädern aller Couleur, aller Art. PCJ 600, Sanchez und diverse andere Modelle, die hier jetzt neu mit dabei sind. Autos fahren sich wie gewohnt auch ziemlich gut. GTA 5 macht einen kleinen Fehler zu Beginn und lässt die Steuerung schlechter wirken, als sie eigentlich ist. Wenn man das Game beginnt, ist quasi dann natürlich die Tutorial-Phase angesagt und man hat relativ zu Beginn so die Möglichkeit, ein sehr schnelles Auto ins Spiel zu fahren. Das Problem ist, dass dieses Auto, was man dort fährt, sich relativ beschissen steuert. Ja? Also ich war total entgeistert, als ich es gespielt habe, weil ein Großteil des Spaßes von GTA macht für mich das Autofahren aus. Ne? Und GTA 3, Vice City und San Andreas haben einige der besten Autosteuerungen, ja, so Arcade-Autosteuerungen drin. Jedes Auto steuert sich ein bisschen anders, hat so andere Punkte, wie es um die Kurven dann geht und so weiter. Aber du konntest immer relativ fix dich in ein Auto eingewöhnen und dann dich darauf konzentrieren, wirklich punktgenau und präzise um die Kurven zu schlittern und so weiter. Also es hat sau viel Spaß gemacht, mit Autos in den alten GTAs zu fahren. Hatte für mich die beste Autofahrsteuerung außerhalb von richtigen Rennspielen, die dann konkret darauf ausgelegt sind. Also für mich als Arcade-Fan zumindest. Natürlich ist da nicht das größte Maß an Realismus dabei, aber es ist auch total unwichtig, finde ich in der Hinsicht. Und dass der Fehler, den GTA 5 gemacht hat, ist die erste Mission, wo man richtig ein schnelles Auto fahren muss. Das ist auf einmal überall ausgebrochen. Oh scheiße, ich werde verfolgt von der Biker-Gang. Das muss ich ein bisschen schneller machen. Alter, hört auf damit. Schießt mich nicht an. Okay, dem bin ich entkommen. Ja, die Autosteuerung. Und ich dachte erst, ey, das kann nicht sein. Die können nicht GTA 5 rausbringen und die Autosteuerung dann scheiße machen. Das ist die größte Gaming-Katastrophe, die je passiert ist. Zum Glück, wenn man dann in andere Autos einsteigt und nicht gerade dieses Modell dort nimmt, fahren die sich wesentlich angenehmer und auch präziser. Ja? Das andere Auto, was man zuerst gesteuert hat, das war eines dieser ganz schnellen Dinger, die, glaube ich, war es ein Infernus oder war es ein Banshee? Weiß nicht, das sind die speziellen Automodelle, die dann natürlich künstlich dann geschaffen wurden für die Spiele. Und mit denen bin ich, glaube ich, vorher immer ganz gut zurechtgekommen in den alten Spielen. Und da habe ich gedacht, ey, wenn ich das Auto nicht mehr steuern kann, oh Gott, das wird bestimmt das Schlimmste. Aber GTA 4 hatte ja auch so ein paar Probleme mit der Autofahrsteuerung. Aber das legt sich relativ schnell, vor allem, weil der Rest der Autos sicher gut spielt. Und vor allem auch, weil, warte mal, habe ich hier nicht direkt ein Flugzeug? Ich will keine Mission beginnen, ich will einfach nur ein Flugzeug mir rausholen. Ich gucke mal kurz raus, da müsste aber eigentlich eins irgendwo sein. Aber zum Glück festigt sich das relativ fix, wenn man dann ein bisschen gefahren ist, dass man okay, das funktioniert hier so und so und so und die Steuerung ist genauso präzise, wie man es vorher kannte. Und vor allem, es gibt, wie bei San Andreas, wieder Skill-Level, die man aufbauen kann. Warte mal, ich kann das, glaube ich, hier zeigen. Wie war das nach unten? Genau, ihr seht dort unten, rechts ist das Charakterwahlmodell und wir sind momentan bei Trevor. Ich kann leider in dem Punkt von der Story, wo ich gerade bin, nicht auf Michael und auf Franklin, den zweiten Charakter, hier umschalten, weil es gerade storymäßig mich hier bringt. Und jeder von denen hat unterschiedliche Skill-Level, die durch ja bestimmte Aktionen dann aufgewertet werden. Zum Beispiel hier, Trevor hat Flying fast volle 5 Punkte, während aber Franklin nur einen Punkt hat und passenderweise steuert eben dann unser Trevor wesentlich besser die Flugzeuge. Dafür ist Franklin ein sehr guter Autofahrer und hat eine Spezialfähigkeit, wo er so eine Slow-Motion-Funktion auch nochmal reintun kann. Aber ich hoffe, das steht... Ach du Schande, was war das denn? Ich dachte gerade hier, dass hier irgendwas über Winter die Tür mit zugepfeffert. Ja, man kann die Skill-Level durch konsequentes Fahren oder Schießen oder Fliegen und so weiter dann hochwerten, genauso wie es bei San Andreas gewesen ist. Man hat nur nicht die Option hier, die Charaktere körperlich sozusagen dicker oder dünner werden zu lassen oder durch schneller Schwimmen mehr Luft anhalten können im Wasser und so weiter. Das wurde ein bisschen wegreduziert, aber dafür hast du eben diese anderen Optionen und ey, Autofahren, Motorradfahren und so weiter ist alles immer noch ziemlich geil. Gerade wenn man hier so eine richtig dicke, fette Open World hat, durch die man noch nicht durch ist. Vielleicht fange ich ja doch mal eine Mission an.
weil ich will mal ein Flugzeug fliegen und euch ein bisschen die Gegend so zeigen. So, Planes. Hab ich kein Plane gekauft? Oh, warte mal, okay. Dann gucke ich doch mal. Ich dachte, ich hätte hier im Hangar die Möglichkeit. Was ist das hier? Dart spielen? Das ist Helipad und Hangar. Aber ich hatte doch irgendwo hier. Ich habe einen Hangar gekauft, weiß ich, hier mit Trevor. Und es müsste mir hier doch die Möglichkeit geben, dann Missionen mit dem Flieger zu machen. Oder übersehe ich hier was? Schade, ich hätte euch gerne ein Flugzeug jetzt hier gerade gezeigt. Obwohl, nee, Moment, ich glaube, das kann ich sogar machen. Aber dann nehme ich hier nicht direkt ein Flugzeug, sondern eine neue Sache, die mir sehr, sehr persönlich sehr gut gefällt, weil, da ich GTA-Spiele sehr gerne immer wieder spiele, es gibt jetzt die Möglichkeit, Missionen direkt nochmal anzugehen über Replay-Missions. Und ihr seht es aus, man hat auch verschiedene Grade so mit Gold, Silber und Bronzemedaillen, die für verschiedene Achievements innerhalb der Stories dann vergeben werden sozusagen. Und es gibt ja einige Missionen drin, die durchaus dann sich lohnen, die mehrfach zu machen, weil die einerseits so viel Spaß machen, aber andererseits, man kann sich auch darin ergeben, dort hier anzustellen. Und ich kann, glaube ich, hier vielleicht sogar mal dann eine Mission nehmen, wo ich ein bisschen was fliegen kann. Okay, Nervous Run, Six Bridges. Dip, 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 Crystal Maze, was war das? Ah, das war das hier, okay. Strangers and Freaks übrigens, was hier entsteht, das sind so kleine Side-Quests, Mini-Missions, wo man Leute dann an der Straßenseite findet oder irgendwo, wo was zufällig sich dann ergibt. Und das muss man alles gar nicht machen, aber die machen durchaus Spaß, dass man zwischendurch ein bisschen lustiges Zeug dann dort anstellt. Okay, ich werd mal eine Mission mit Trevor machen, um die euch exemplarisch zu zeigen. Das ist eine etwas längere Mission. Und ich mache dann, glaube ich, im besten Fall vielleicht nochmal eine mit Michael und eine mit Franklin. Dann habt ihr auch mal gesehen, wie es in der Stadt dort ausschaut und was man mit denen alles anstellen kann. Ich kann parallel ja ein bisschen was erzählen. Wir nehmen die Mission mal jetzt mal hier. Nervous Run. Before replaying, create a restore point. Ja, bitte sehr. Bedeutet hier, wenn ich dir das Replay der Mission mache, das gilt sozusagen außerhalb der Storyline. Ja? Das Spiel merkt sich jetzt, okay, ich bin an dem Punkt an der Storyline ausgestiegen, habe das und das und das zu machen, aber ich kann immer noch wahrscheinlich auf die Vorteile der Missions-Checkpoints oder sowas dann zurückgreifen. Also zum Glück muss man viele der Missionen nicht direkt von vorne wieder angehen, sondern kann unterschiedliche Checkpoints machen. Und ja, das ist hier auch so der Fall. Wir müssen mal hier schauen. Ich werde, glaube ich, wahrscheinlich nicht so oft aufhören zu quatschen zwischen der Cutscenes hier, weil ich glaube, ich kann die Tonabmischung eh nicht so machen, dass ihr die Cutscenes dann perfekt hören könnt, ohne dass ich labere. Ich probiere es einfach mal. Hört einmal zu, wie wenn. Das kann man vielleicht einmal als Test sehen. Mal sehen, wie gut ihr die Cutscenes hören könnt, wenn ich die Schnauze halte. They're assholes, Trevor. They are. They're chap-wearing Ha, der assholes. Juggalo. Sehr schön. Nein, ich überspringe diese Cutscene aber dort mal. Aber ihr habt schon gesehen, Cutscenes, typisch alles In-Game-Engine. Und Trevor sieht nicht nur vom Weiten wie ein ziemlich unangenehmes Arschloch aus. Er sieht auch sehr fies designt aus, dreckig, mit ja, keinem besonders gesunden Haaransatz mehr. Seine Kollegen, seine Kumpel hier sind alles hier, entweder hier die Juggalos oder alles so Südstaaten-Freaks oder Meth-Köche und so weiter. Stimmt, und ein bisschen Walter White ist in ihm auch ein wenig mit drin. Nur ich glaube, Trevor ist sogar noch gemeiner als das hier. Mal sehen, wie konnte ich die Cutscene überspringen? Oder kann ich sie nicht überspringen? Pause-Menü, Back, Select, Now Ron. X. X ist zum Cutscene überspringen, okay. We're gonna swing by ammunition. Go to Ja, Sandy Shore here and Dialoge get und him so to check weiter, out. alles super bisher. Also das ist das, was ich bei GTA immer sehr gut fand, die Art, wie die ganzen ja, Geschichten, die dort erzählt werden, die sind jetzt nicht die komplexesten, das sind meist so Crime-Stories und hier ist es genauso, ne, dass man eine Bande von Ex-Bankräubern dann hat, die nach langen Jahren sozusagen wieder zusammenkommt. Mehr will ich jetzt nicht verraten in Sachen von Spoiler-Gründen. Das könnt ihr euch dann selbst dann anschauen, wenn es soweit ist, aber wie Rockstar diese Stories verwebt und was für einen Detailgrad sie dazu packen. Moment, ich kaufe mal einen Sniper Rifle Boy für die Mission. Ich brauche einen Scope. Advanced Scope.
und Suppressor, genau. Das, also ich habe mir gerade für die Mission, machen wir mal kurz den Kurs, ein Sniper Rifle plus ein erweitertes Fernrohr und ein Schalldämpfer gekauft. Warum, werdet ihr gleich sehen. Denn ich habe eine kleine Sniper-Mission, die ich erledigen soll, wo ich im besten Fall nicht bemerkt werden sollte. So, wir fahren einmal zurück. Ja, und genau wie bei den alten Teilen ist auch hier die Art, wie diese Stories erzählt, wie diese Charaktere verwebt werden. Ich liebe es, den Rockstar-Dialogen dann alleine zuzuhören. Zwischendurch, selbst wenn die nicht die Mission sind, ihr seht untereinander die Charaktere, die gemeinsam hier rumfahren, die quatschen dort. Ich werde nie müde, Rockstar-Dialoge mir dort anzuhören. Ja, die haben so, ich weiß nicht, wie will man es nennen, das ist nicht Tarantino jetzt hier gerade, weil der hat schon nochmal einen anderen Stil, aber vielleicht, die sind genauso einnehmend wie die Tarantino-Dialoge. Die wissen, was für Figuren sie dort darstellen wollen bei Rockstar, was sie parodieren wollen, und Parodie ist hier ja auch sehr häufig mit drin. Okay, jetzt muss ich hier nach oben. Und das kriegen sie wieder hier hin. Trevor ist ein sehr interessanter Charakter, den man spielen kann. Auch Franklin und Michael mag ich ganz gerne bisher. Und ich bin mal gespannt, wo das mit den Supporting Characters dann auch überall hingeht. Übrigens hier auch eine sehr coole Sache. Schaut euch mal das an. Schneller Zeitraffer. Ja? Das ist sehr gut für Missionen, die zu einer bestimmten Tages- und Nachtzeit spielen. Wie die hier, die in der Nacht stattfindet, wird dann... Okay, warte mal. Okay, wo sind wir? Wo sind wir? Wo ist er? Wo ist er? Wie die hier in der Nacht spielen, wird er einfach vorgespult, damit das vernünftig funktioniert. Ah, da ist er, oder? Da ist er doch, ja. Genau, in diese Mission involviert, dass ich sozusagen Support für meinen Kumpel, hier unten Ron, dann gebe mit dem Sniper Rifle. Ich kann mit L2 reinzoomen und mit dem linken Stick, also mit L2 kriege ich in die Scope-Sicht hier rein und mit rein und raus mit dem L-Stick hier hingehen. Und ich muss jetzt sozusagen Leute erschießen drumherum, damit unser Kollege Ron hier vernünftig weiterkommt. Und es sind eine durchaus knifflige Mission, ich bin mal gespannt. Ich wollte, ja, ich habe die jetzt hier gewählt, speziell weil ich euch das Fliegen zeigen will, was direkt im Anschluss dann stattfindet, aber mal sehen, ob ich das überhaupt jetzt hier direkt schaffe oder nicht, weil knifflig war es. Okay, da ist ein Typ at the bottom of the steps. Da ist er. Und zack. Okay, wichtig übrigens, das kann ich jetzt schon mal erledigen. Diese. Okay. Und da. Okay. Genau. Ich musste diese Lichter dann ausschießen, weil der Nächste, der jetzt hier aus dem Auto kommt, der hätte sonst die Leiche gesehen und andere Leute alarmiert. Und ich muss das so lange jetzt hier machen, sozusagen die Leute wegballern, damit Ron dann vernünftig dann rüberkommt. Steuerung ist übrigens für mich hier invertiert und ich habe außerdem das auf sehr langsam hier gestellt, was das Zielen bedeutet, weil das mir ein bisschen mehr Präzision gibt. Super schwer ist das jetzt zwar nicht, aber es ist knifflig genug einfach, weil es gerade sehr, sehr dunkel ist, auch die Leute vernünftig zu sehen. Also jetzt muss ich einmal kurz abwarten. Jetzt steigt er aus dem Auto aus, wenn ich mich recht entsinne. Okay, warte. Okay. Okay, komm, komm. Zack. Ich könnte natürlich auch Headshots machen, aber die braucht man jetzt nicht unbedingt. Okay, guy coming out of the control tower. Okay, da. Okay, da. Okay, den haben wir auch. Da. Okay, den haben wir auch. Ist gerade hier sehr, sehr dunkel. Oh, jetzt wieder einmal zurück auf Ron. Wo ist er denn? Da ist er. Wird knifflig zu sehen, weil ich kann natürlich kein Licht auf die Leute dann drauf scheinen lassen. Coming out of that building, okay, was meint er damit? Da, okay. Zack. Okay, den haben wir auch. Gleich müsste einer mit dem Auto, glaube ich, kommen. Wo ist denn Ron? Ah, Moment. Da ist er, genau, genau, genau. Und ich darf nicht den Tank hier treffen. Und das wird jetzt nochmal kniffliger. Da kommt...
Wo ist er denn? Da. Okay. Alter, das war knapp. Komm, Ron, bist du fertig? Always hated that chopper. Just fucking drive. You're bikers. It's looking for us, T. We ain't gonna get them guns when they got tactical superiority. If I hit the chopper, everyone's gonna know we're here. Try and hit the pilot when he's settled. They might think he crashed. Might they? They might. Hey. Ha! Super. Okay, das heißt, den ersten Part der Mission habe ich geschafft. Und jetzt muss ich ein bisschen Action machen. Okay, runter. Jetzt können wir ein bisschen in die Schusssteuerung hier reingehen. Was wir hier haben, mit L1 kann ich das Weapon Wheel raussuchen. Ich nehme mal hier das Assault Rifle. Ich habe die Möglichkeit... Scheiße. Also, ich habe die Möglichkeit mit... Oh, shit. Okay. Mit L3 und R3 kann ich einen Spezialmodus anschalten. Ich kann einen Spezialmodus anschalten, wo ich sozusagen unverwundbar bin mit Trevor. Okay, und wenn ich L2 drücke, dann kann ich Auto zielen. Dann machen Scheiße, ich muss, glaube ich, dann rüber und... Okay, das ist nicht gut. Die Steuerung lehnt sich ein kleines bisschen an Max Payne an. Also Max Payne 3. Okay, den habe ich. Schwierig. An Max Payne 3 lehnt sie sich an. Okay, da. Okay, da ist einer. Da. Wo ist denn der? Da. Okay, da habe ich den. Okay, den habe ich. Den habe ich auch. Oh, scheiße. Komm. Okay. Okay, gut. Aber das ist auch schon mal sehr gut. Und jetzt komme ich aufs Flugzeug. Ich kann es noch nicht fliegen, das Flugzeug. Aber... Ich darf sie hier ein bisschen erschießen, die Leutchen. Hat automatisch schon so eine Zeitlücke gerade jetzt hier geschaltet. Oh, zack. So. Wo bist du? Da. Scheiße, und den habe ich nicht erwischt. Komm, komm, komm. Oh, dreh zurück, Trevor. Oh, scheiße, der umkreist mich, oder? Der umkreist mich so. Ah, ich habe ihn erwischt. Sehr schön, sehr schön. Explodier, 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 explodier. Yeah. Okay, ihr beide auch. Weg mit euch. Weg mit Team. Weg mit Team und das Auto. Komm auf, explodier. Ich kriege auf, ich kriege auf, ich kriege auf. So. Darf ich das wegfallen? Nee. Ah, okay. Ah, sehr gut. Nein, nein, aber ich muss in das Flugzeug. Das war's, genau. So. Ja, diese Spezialfähigkeit von Trevor, wo er nicht getroffen wird, die kann ich mit L3 und R3 aktivieren. Die gibt mir so eine gewisse Maß für Unverwundbarkeit. Und, oh Mann. Okay, ein bisschen Gas. Unser Fahrt, ja. Oh, oh, oh. Okay. Sehr gut. Die kann ich damit aktivieren und, na... Guck mal, der Typ hängt ein bisschen hier ran. Guck mal, was ich jetzt machen werde. Ich flieg mal ein bisschen höher. Und ich mache dann eine Barrel Roll. Du Barrel Roll! Und... Haha. Und ich habe ihn hier dann runtergeworfen. Ja. Und die Mission involviert dann am Ende, dass ich einmal mit dem Flugzeug ein wenig langfliege und ich habe, glaube ich, den Typen gerade der Biker Gang dort Drogen geklaut und werde die gleich mit einem Drop in der Nähe des Wassers dann abholen oder abwerfen. Ich gucke mal kurz, ich kann mit Select hier noch verschiedene Perspektiven durchschalten. Wenn ich Kreis... Ah ja, wenn ich Kreis drücke, normalerweise kommt eine Cinematic-Kamera, aber hier kann ich auch die Kamera auf meinen Kollegen hier fixieren lassen.
seine Runde geht, wenn ich, ich gebe gerade mit R2 Gas, ich kann mit L1 und R1 auch noch so leicht gegenlenken, aber ansonsten mache ich das alles mit dem Stick. Das hier, übrigens, das ist so ein Mini-Achievement jetzt hier, darunter. Das erinnert mich hier an sowas, also es gab so ein Level in Pilot Wings 64, wo man so einen engen Canyon runtergehen muss, aber natürlich nicht in der grafischen Qualität und so weiter. Das Fliegen in den GTA-Spielen ist immer ein bisschen, ja, nennen wir es mal relativ oder so weiter gewesen. Bei GTA 3 hat man ja bewusst den einzigen Flieger, den Dodo, das Flugzeug dort beschnitten, sozusagen, dass es nicht mehr so gut fliegen kann, sondern kaputte Flügel hat und nur, wenn man so ein ganz spezielles Verfahren verwenden hat, damit fliegen konnte, weil das Spiel kam damals ja direkt nahe zum 11. September raus und man wollte nicht die Möglichkeit geben, Leute im Spiel sozusagen mit selbstgebauten Fliegern in einem virtuellen New York, damals Liberty City, in Häuser hereinfliegen. Deshalb wurde es dort die Fähigkeit beschnitten. Ab Vice City konnte man aber ganz normal herumfliegen und die Steuerung war immer ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber, oh, jetzt muss ich ein bisschen tief fliegen, weil wir beim Militär sind. Mal sehen, wie tief ich komme. So tief bin ich gar nicht, aber ist okay. Das reicht. Aber man gewöhnt sich ein bisschen dran. Es gab bei San Andreas auch noch eine Flugschule mit verschiedenen, mit Doppeldeckern, Düsenjets und so weiter, Jetpacks und allem drum und dran, was es gegeben hat. Hier habe ich bis jetzt so Doppeldecker freigeschaltet und steuerungstechnisch... Ah, und da ist der Drop, den ich machen kann. Ich glaube, mit Kreis kann ich das gleich machen, wenn ich in diesem, im blauen... Ach nee, mit X. Okay. So, Drop, 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 Drop. Habe ich gemacht. They got the packages. Super. Man muss sich wieder ein bisschen dran gewöhnen, weil ich finde, die Autos steuern sich bis jetzt noch ein bisschen besser, aber ich habe bei weitem ja noch nicht alle Flugzeuge freigeschaltet. Schaut euch das mal an, ey, alleine hier die Spiegelung auf dem Wasser und sowas, ey, ist das geil. Ich versuche mal da unten durchzufliegen. So, krieg ich das hin, krieg ich das hin, krieg ich das hin, krieg ich das hin, krieg ich das hin. Wow, Alter. Krass. Es gibt ein Achievement, also so ein Ingame Missions-Achievements, wenn man unter alle Brücken, die man hier befliegen kann, wenn man drunter durchfliegt. Ich glaube, ich habe die allererste schon verpasst, also will ich das da nicht hier schaffen, aber schaut euch die Gegend hier einmal an. Schaut euch die fucking Gegend hier an, ey. Alleine das, wie detailliert das gemacht ist. Also ich werde da im richtigen Review noch ein bisschen länger drüber quatschen und drüber reden, aber oh Mann, oh Mann, oh Mann. Alleine was sie sich für einen Aufwand dort gemacht haben. Bisher macht mir GTA 5 sehr, sehr viel Spaß, muss ich sagen. Es ist so ziemlich genau das, was man erwarten konnte. Klar, ich spiele jetzt die PlayStation 3-Version, auf der Xbox 30-Version ist es nicht viel anders. Die Framerate ist nicht die allerbeste meist, es liegt so bei 30 bis 25 bis 20 Frames und so weiter, aber meist ist es relativ fix, relativ stabil, also ich habe dann jetzt keine großen Probleme damit. Würde wahrscheinlich auf eine PC-Version umsteigen, wenn dann mal eine kommen würde, oder PlayStation 4. Gegebenenfalls bis dahin aber funktioniert alles super, es macht Spaß, die Crime-Stories gehen alle gut von Hand, das Autofahren macht Bock, Los Santos ist super designt, vor allem, oh, das werde ich glaube ich dann einmal in diesem Video, sonst wird das wieder ultra lang hier, dann noch machen, wenn wir nach Los Santos gleich mal reingehen, werde ich mal, euch mal ein paar Stellen dort zeigen, die, bei denen ich tatsächlich mal gewesen bin, ja? Wo, als ich vor knapp eineinhalb, zwei Jährchen wegen des Events in L.A. gewesen bin für eine Woche, habe ich etliche bekannte Plätze dort besucht und mir angeschaut und so weiter. Nicht nur eben den Hollywood Walk of Fame, sondern auch unten Santa Monica Beach und wie die dann alle heißen. So, warte mal, da ist der Landing Strip da drüben, ich muss jetzt mal landen. Und da sich diese Version von Los Santos noch wesentlich näher am richtigen Los Angeles orientiert als... so, warte mal, der Landing Strip ist dort. Oh, ich komme ein bisschen schief rein. Landing Strip ist dort, so. Tatsächlich noch mehr daran orientiert. Oh, ich fliege. Oh, jetzt fliege ich aber scheiße. Okay. Okay. Okay, 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 okay. Bremsen, 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 bremsen. Okay. Nur rückwärts einparken. Oh, falsch rum. Das falsche rückwärts. So. Und diverse Gegenden hier sind teilweise sehr akkurat nachgestellt, dass ich erkannt habe, ah, da bin ich gewesen, Moment, oh, hier habe ich ein Foto genommen, hier sah das so aus und es hat echt wirklich so fast schon Nostalgiegefühle hervorgerufen, wo ich sagte, ah, ich kann mich noch erinnern, als ich da rumgelatscht bin. So, Moment, ich breche diese Katzen hier ab und ja, Mission Passed.
Ah, ein bisschen besser als vorher. Man sieht, ich hätte mehr Headshots machen können. Ich habe ein bisschen zu lang für diese Mission gebraucht und ich hätte mit dem Flugzeug noch ein bisschen besser unter die Brücken durchfliegen können. Also kann ich diese Mission dann nochmal probieren und dann nochmal schauen, ob ich meinen Score dort knacke oder nicht. Das würde auch, glaube ich, was Interessantes sein, um dort mal auszuloten, wie funktioniert es am besten, wann kann man sich ein bisschen da durchorientieren und gucken, dass man die Mission macht. Ich habe, wie gesagt, dafür damals die alten GTAs einfach nochmal durchgespielt, ne, um bestimmte Missionen zu machen oder vor meinen Lieblingsmissionen vielleicht nochmal ein extra Save gehabt. Hier alles direkt auswählen zu können und zur Not eben, damit man nicht viel an Story und Fahrerei wiederholen muss, dass man die Checkpoints da hat, ist vollkommen in Ordnung, das hier dort anzustellen. Okay, ich will noch einmal kurz nach Los Santos runter. Okay, Autosave. Man sieht es auch, 25% werden angezeigt, aber ich habe wahrscheinlich eh nur einen Bruchteil der Sachen hier schon erledigt, die man erledigen kann. Und ich spiele schon seit 10 plus Stunden. Also ich bezweifle, dass ich bei 40 Stunden dann bei 100% bin. So, mal gucken, konnte ich jetzt auf Michael und Trevor wechseln? Kann ich nicht. Was ich aber machen werde, ist mit Trevor mal in die Stadt reinfahren und wir werden das einmal beschleunigen. Ich habe die Möglichkeit, ein Handy hier rauszuholen und ich rufe mir einmal ein Taxi, als herkommen soll. Ich kann natürlich mir auch jetzt was greifen und in die Stadt dann fahren oder fliegen. Aber was man mit dem Taxi machen kann, ist, das benutze ich hier zwar nicht mehr so oft wie bei GTA 4, weil es dort eigentlich fast schon die präferierte Methode war, in Liberty City dort herumzueiern. Und ich habe gerade eine SMS bekommen von Cletus. Mit dem könnte ich nochmal ein bisschen jagen gehen, ein paar Kojoten erschießen und so weiter. So, Taxi, wo bleibst du denn? Aber was man machen kann, ist sozusagen große Fahrten überspringen dann damit. Und ich befinde mich eben in dem... Ah, da, wo ist das? Da ist das Taxi. Ich befinde mich eben in einem sehr weiten Part der Stadt. So, das ist hier anders. Ich muss nur einmal drücken. Und dann komme ich hinten rein und kann mir ein Fahrziel auswählen. Okay, ich möchte nicht zu Trevor. Okay, dann warte mal nicht. Change Destination L. Okay, Fairground Ride. Oh ja, da werden wir gleich hinfahren. Da kann ich zu Cletus, zu Tonya. Safe House. Wir fahren, okay, wir fahren einmal zum Fairground Ride, weil da kann ich euch Del Piero Beach oder Del Pedro Beach gleich mal zeigen, wo ich tatsächlich in echt gewesen bin. Und ja, sonst könnte ich mir jetzt hier die Fahrt angucken in Ruhe, aber ich drücke einfach auf X und wir überspringen sie jetzt hier. Das kostet zwar ein bisschen mehr Dollar im Videogame-Kontext dort, dass ich nicht mehr so viel Geld dann zur Verfügung für andere Sachen habe, aber das ist durchaus wert. Dass es so funktioniert, ja, und ab und an, weil die Gegend einfach so groß ist, lohnt es sich durchaus, das zu machen. Ja, und hier sind wir bei Del Perro Beach. Das ist sozusagen so ein, ja, der Strand von Los Santos mit, das ist so ein Kai, wo da viele kleine Geschäfte und da hinten ein, ja, ein Ferris Wheel, ein Riesenrad aufgebaut sind. Und das entspricht der Santa Monica Beach, müsste das sein, oder Santa Monica Pier. In L.A. und ich kann mich ganz genau erinnern, ich habe dort damals, es war der letzte Tag, wo wir in L.A. gewesen sind und ich bin dort mit Kollege Ian dann rumgelaufen, wir haben gedreht und O-Töne aufgenommen, also sozusagen mit der Kamera dort Sachen gemacht und ich weiß ganz genau, dass hier war diese große Straße, die runtergeführt hat und dann waren hier diese ganzen Geschäfte aufgebaut, ich weiß dann auf der Seite, habe ich mir eine Sonnenbrille gekauft, weil ich keine Sonnenbrille hatte und es so sonnig gewesen ist und ich nicht vernünftig hätte moderieren können. Hier, da war Baba Gump Shrimp, glaube ich, also orientiert nach dem, nach Forrest Gump, ja, der Marke dort, da haben sie richtig ein Geschäft draus gemacht. Ich glaube, ich habe so ein Foto gemacht, das müsste bei mir bei Facebook zu sehen sein, wo ich dann davor stehe. Hier waren so Spielhallen mit aufgebaut, wo ich dann Guitar Hero gespielt habe. Hier sind natürlich dann auch Repräsentationen von verschiedenen Merchandising-Shops und so weiter. Hier unten am Strand sind wir ein bisschen gewesen und haben uns dort, ne, wir laufen mal ein bisschen hier entlang, haben uns dort mal ein bisschen hier direkt am Wasser alles angeschaut. Wir sind hier unten mal rumgelaufen unter dem Pier, unter dem Kai, uns hier Sachen angeguckt und ein paar Fotos gemacht. Und es ist natürlich nicht zu 100% jetzt hier jedes Geschäft oder jedes Bild nachgestellt, aber das Grundgefühl und der Grundaufbau der Gebäude ist sehr, sehr ähnlich. Na, auch dieses Riesenrad da hinten plus die Achterbahn sind dort gewesen.
hier, genau, hier war die Spielhalle und wir sehen, hier sind tatsächlich auch Spielautomaten aufgebaut, Ingame-Spielautomaten, an die ich auch reingehen könnte, oder? Na, gerade im Moment nicht. Aber hier habe ich dann gezockt. Hier drüben konnte man ein bisschen, ja, hier konnte man rein, genau, sich ins Riesenrad dort reinsetzen. Das hatte ich zwar nicht gemacht, aber ich könnte es jetzt hier machen, wenn ich den Bock drauf hätte. Und es gibt hier eine Stelle, da weiß ich ganz genau, da sind wir runtergegangen, haben die Kamera aufgebaut. Damit wir dort ein bisschen, ja, damit wir dort ein bisschen interessante Bilder aufnehmen können. Und das müsste ungefähr hier sein, oder? Ist es hier hinten? Oder geht's hier? Nee, hier geht's runter, ne? Also ich hatte das zuletzt hier nämlich dann exakt repliziert, das Bild ungefähr. War es so hier oder so? Müsste eh nicht ungefähr hier gewesen sein. So, es gibt die Möglichkeit hier nämlich mit seinem Handy Fotos aufzunehmen. Selfies sozusagen, dass man nicht nur Fotos von vorne und so weiter so macht, sondern ja, die kann man dann direkt als Bild speichern online, wenn man online verbunden ist. Leider kann man die nicht lokal auf der Festplatte speichern, aber man kann sozusagen so Bilder von sich selbst aufnehmen, wie man es normalerweise auch so machen kann. Scanning Storage, nein, ich will doch nur ein Foto aufnehmen. Snapmatic, so. Ah ja, okay. Sehr gut. Wenn ich R3 drücke, kann ich ein Self-Portrait machen. Okay, das ist aber falsch, weil das ist dann die falsche Seite. Nein. Gehen wir mal wieder zurück. Ich drehe mich einmal so rum. So. Und quasi so ein Foto ungefähr existiert von mir. Zwar nicht von mir selbst genommen, aber da habe ich das, sieht man das Cut hier auch ganz gut auf seinem Hals. Existiert von mir im, obwohl ich kann das hier mit der Kamera wahrscheinlich eher replizieren. Wo kann ich denn näher ran? Aber ungefähr so hier. Zwar über am Tag und da habe ich ein MTV-Mic in der Hand, aber es waren schon sehr lustig, dass ich das da richtig erkennen konnte. Schnapp mir mal kurz ein Auto. Ein Cooper hier, wenn wir ein bisschen durch die Straßen gurken. Aber wie hört es vielleicht dezent im Hintergrund? Die Radiosender, die hier drin sind. Ich habe noch nicht ganz meinen Radiosender hier gefunden, weil ich vermisse ein bisschen, obwohl die Auswahl teilweise echt gut ist. Es sind Queen-Songs dabei und viel so Pop-Rock-Kram, den ich gerne hören würde. Aber ich mag am liebsten diese Flash FM, Emotion 98, 96 Sachen. Die waren am coolsten. Da gibt es, glaube ich, keinen konkreten Sender, der nur 80er-Hits spielt. Aber dafür hat man sehr viel Hip-Hop hier zur Auswahl. Und wer darauf steht, glaube ich, wird hier seine helle Freude haben. Ich muss auch die Talk-Radios mir einmal anhören. Das bockt schon. Moment, einmal, das will ich hier dann noch erzählen. Dieser große Auffahrt hier drüben. Das hatte ich nämlich vorhin gemacht, das ist das erste Mal an diesem Pier gewesen. Wir wollten mal sehen, ob ich mich daran erinnern kann, wie das hier funktioniert hat. Im richtigen Leben, ja, sind wir diese Brücke raufgegangen und links davon befand sich ein kleiner Park, ja. Und tatsächlich, genau dieser Park ist auch im echten Leben dort vorhanden. Auf dieser grünen Wiese haben wir uns kurz hingesetzt, ein bisschen was angestellt. Und es war auch so ein kleiner Magic Moment jetzt gerade für mich hin. Dann, ey, scheiße. Mann, das war ja wirklich tatsächlich genauso, wie du dich dran erinnern kannst. Ach, schön, schön, schön. Und es gibt etliche Stellen hier, ich kenne mich natürlich nicht perfekt in LA aus, wie gesagt, ich war nur eine Woche dort und primär zum Arbeiten dort gewesen, aber sehr interessant, was das für nostalgische Gefühle auslösen kann, wo man einmal dann kurz vor gewesen ist. Ich weiß gar nicht, wie es für Leute dann ist, die in LA wohnen, ne? Und LA ist zwar ein sehr, sehr großes Pflaster, also da kommt man wirklich nur mit dem Auto unterwegs, sind 7, 8 Millionen Einwohner und so weiter. Nach meinem letzten Kenntnisstand können mittlerweile natürlich noch wesentlich mehr geworden sein, die durch ihre eigene Hood hier da durchfahren und durchrasen. Ah, es ist schon ziemlich geiles Zeug. Also ich habe mir gerade einen Sportwagen geschnappt und ich wollte gerade sagen, ich fahre relativ gut hier durch die Kurven und so weiter. Wenn ich jetzt Franklin hätte, den schwarzen Hauptdarsteller hier, dann hätte ich noch die Möglichkeit, sozusagen mit L3, R3 so eine Superzeitlupe einzuschalten. Oh, was ist denn da passiert? Eine Superzeitlupe einzuschalten, wo ich dann im letzten Moment dann Autos ausweichen kann. Was sehr hilfreich ist an manchen bestimmten Stellen. Aber auch so funktioniert das schon ganz gut. Ah, übrigens mit, wo ist es denn hier? Ah, ich habe meine Lichter kaputt gemacht vorne, oder? Scheiße, ich habe die Lichter kaputt gemacht. Ich wollte gerade das Fernlicht einschalten. Das hat nicht so geklappt. Oh, da hinten, ihr seht Vinewood.
oder ja, das Äquivalent von Hollywood hier. Und das müsste hier das Äquivalent von In-N-Out Burger sein. Da war ja auch eins. Unser Hotel war in der Nähe von dem Hollywood-Schild damals und ich konnte es von meinem Hotelfenster aus sehen. Hier irgendwo in der Ecke ist dann auch, glaube ich, so ein Äquivalent von unserem Hotel. Dann dort, wo wir dann gewesen sind. Können wir rauflegen. Oh, ja. Okay. Wollen wir gleich tauschen. Nein, dein Auto will ich nicht. Obwohl, dein Auto könnte ich, ne? Ja gut, dann nehme ich mal deins hier. Ha, komm mal ein bisschen raus. Ha? Ach, das ist... Ah, okay, das war geparkt und ich hab's angedotzt. Das ist ein Infernus, oder? Gucken, was das für einer sind. Der steuert sich ein bisschen anders als das Auto, was ich vorher hatte. Entschuldigung. Ja, aber alleine hier sich reinzusetzen und... Wow. Oh, was ich bisher noch nicht übrigens hier geschafft habe... Also es macht schon Spaß, hier rumzufahren, reinzusetzen. Was ich noch nicht geschafft habe, bei GTA 4 ist Niko Bellic ja sehr gerne aus dem... Ja, wenn man irgendwo in einen Baum gecrashed ist oder war, aus dem Auto... Alter, was passiert denn da? Aus dem Auto rausgeflogen, aus der Windschutzscheibe vorne, weil er nicht angeschnallt war. Ich glaube, hier kann man sich, wenn man dann Dreieck gedrückt hält... Ich gehe mal ein bisschen näher dran. Oh, warte mal, nein. Mit Trevor aussteigen. So. Wenn ich Dreieck gedrückt halte in dem Auto, dann schnallt er sich an, oder? Okay, mal gucken. Wer macht die Tür zu? Mal das Radio an. Nee, Trevor schnallt sich nicht an. Irgendwo habe ich gehört, dass man, wenn man Dreieck drückt, sich mal anschnallt, damit man... Oder hat er das gerade gemacht? Nee, habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Damit man nicht mehr aus dem Fenster rausfliegen kann. Oder die machen das automatisch, weil es war cool für die ersten ein, zwei Male, wo es gemacht hat, und danach hat es nur noch genervt, dieses Feature. Dass man immer, oder man konnte zumindest sehr spektakuläre Crashes dann sich schaffen und machen. Und es hat nicht unbedingt dann den Vorteil für das Gameplay hier gehabt, aber eher alleine wirklich hier rumzudüsen, zu machen, Zeug kaputt zu hauen. Ich liebe die GTA-Spiele dafür und die machen unendlich viel Spaß deswegen. Oh, hier wird gerade jemand ausgeraubt. Den erschieße ich. Komm mal her, du Arschloch. Kann man auch manchmal natürlich Leuten helfen, die hier da sind. Ich kann natürlich dann... Wo ist denn? Da ist die Brieftasche. Ich kann die natürlich behalten mit den 2000 Dollar oder ich kann sie zurückgeben. Trevor wird sie behalten. Ich gebe sie ihr mal zurück. Hier, bitte sehr. So. Jetzt erschieße ich sie wieder. Ups. Und sammeln das Geld wieder. Obwohl, ich habe wesentlich weniger Geld eingesammelt als vorher. Hätte ich mal gar nicht wieder zurückgeben müssen. Oh, und die Polizei verfolgt mich jetzt. Okay, was ich natürlich hier auch nochmal machen könnte, das wäre, glaube ich, ein ganz guter Abschluss des Videos auch. Ich könnte hier Ewigkeiten euch auch Features zeigen und ein bisschen was erklären und machen. Aber ich könnte mal auf eine Rampage gehen und die Polizei auf mich hetzen. Die sind hier meiner Erfahrung nach, ich habe das Maximum, was ich bisher hatte, waren 4 Sterne. Also noch nicht so enorm viel, aber die sind wesentlich hartnäckiger, als sie es noch im vergangenen GTAs gewesen sind. Es ist schwieriger, denen hier zu entkommen. Ah, da. Ein paar Polizisten anfahren. Das wird mein Bronze Level bestimmt schnell steigern. So. Da. Die sind wesentlich jetzt schon hartnäckiger. Ich werde mal gucken, ob ich mein Wanted Level mal so steigern kann, bis sie mich zermürben. Ich hoffe noch ein bisschen wirklich Mayhem anzurichten. Ein bisschen Zerstörung und... Alter, schau ich das alleine an. Die haben mich jetzt schon... Alter, die haben mein Auto schon komplett zerbeult. Diese Penner. Okay, dann klaue ich. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ah, zum Glück ist der ausgestiegen, weil hier gerade geballert wurde. Ich habe jetzt nicht die Gelegenheit... mich noch irgendwo heilen zu lassen. Ein bisschen, das ist hier neu. Man kann die Hälfte seiner Energie, die wird automatisch wieder geheilt. Man braucht also nicht immer ein Medipack. Das ist ganz hilfreich in so kurzfristigen Situationen. Aber es werden nicht 100% dann geheilt. Schau dir an, hat er mich in den Bus gedrängt, der Penner. Ich habe nur noch 2 Sterne, das muss ich mal ein bisschen erhöhen hier. Okay, mal ein bisschen mehr Wärme schießen. Ja.
Mit L1 kann man übrigens gleichzeitig fahren und schießen. Wir haben ein bisschen angeballert. Erstmal interessant zu werden, mal auszuloten, wie kann ich die Polizei am besten hier denn auf mich hetzen und wie kann ich denen immer am besten entkommen. Das war auch eines meiner Lieblingsspiele seit GTA 3, dass ich einfach mal auf Rampage-Jagd gegangen bin, ja, und dann mich von der Polizei habe jagen lassen und geschaut habe, wie lang überlebe ich das. Was ich jetzt natürlich auch machen könnte, wäre der Polizei entkommen, ihren, man sieht die Sichtkreise vielleicht dort unten, wenn ich lang genug aus denen dann draus bleibe, dann wird die Verfolgung abgesagt. Ja, und jetzt wird sie nicht abgesagt, das haben die mich nämlich gefunden und rufen andere zur Verstärkung. Mal sehen, wie das in diesem Spiel funktioniert. Wenn ich innerhalb von der Mission mal gesucht wurde, war es auf jeden Fall recht schwierig, die abzuschütteln, weil ich auch nicht immer sofort ins nächste Pain Spray sozusagen konnte. Was übrigens auch hilft hier, ist außerhalb von der Polizeisicht mal das Auto zu wechseln. Ich glaube, die habe ich jetzt doch hinter mir gelassen. Ne? Ich werde mal gleich das Auto wechseln. Ah, hier gibt es nur Scheißautos. Ich will ein gutes Auto. Ah ja, und jetzt... Ne, immer noch 2 Sterne. Achso, oben die blinken. Okay. Ne, ich glaube, so eine richtige Full-Blown Rampage schaffe ich nicht mehr. Okay, dann werden wir einmal doch dann zum Abschluss lieber eine Mission angehen. Das machen wir einmal mit einem der anderen Charaktere. Können wir denn irgendetwas hier mit Michael oder... Pulling another favor? Okay, nee, das will ich nicht. Oh nee, das will ich auch nicht. Man kann hier auch abschleppen. Also nicht jetzt Frauen abschleppen hier im Spiel, das geht wahrscheinlich auch. Aber man kann Autos abschleppen, natürlich. Okay. Ja, ich muss mich erstmal dran erinnern, welche Mission was war, damit wir eine vernünftige hier finden. Ich will jetzt nicht die größte Mission aller Zeiten hier angehen. Sondern was Kleines. Es geht Jimmy within 10 seconds. Okay, das... Oder ist das die oder die da drüber? Nehmen wir die hier mal. Ist auch eine der bekannteren Missionen. Ich glaube, da verrate ich nicht zu viel. Wenn man die hier sieht, das wird einmal ein bisschen die Talente von Michael und von Franklin showcasen. Und eine weitere Funktion, die hier noch nicht freigeschaltet ist, aber man wird währenddessen, also wenn ich alle dann zur Verfügung habe, jederzeit zwischen jedem Charakter hin und her schalten können. Innerhalb von Missionen und auch außerhalb. Außerhalb von Missionen wechselt dann sozusagen die Location anderswo hin. So, ups, ja, nicht falsche Taste. Ich skippe mal die Cutscene gleich. Ah, ne, Moment, aber erstmal natürlich die richtige Tageszeit, dass die dann kommt für die Mission. Natürlich, und dann kann ich die Cutscene überspringen. Okay. Hatte ich diese Mission? Die kommen mir unbekannt vor. Ah gut, nein, ich glaube, ich habe dann... Hey, Jim. I'm going for a drink. Okay, das war's, genau. Nee, mir kam die Katze ein bisschen unbekannt vor. Hier geht's darum, dass Michael, sein Sohnemann, hat seine Yacht, Michaels Yacht, verkauft an illegale Leute oder wollte sie verkaufen, aber die haben sie jetzt geklaut. Alright, I'm coming. For my boat. Okay, komm mal rein, Franklin. Alrighty then. Change of plans. Ja, der Sohnemann hat die Yacht. Okay, mal vorbei hier. So. Die wurde ihm abgezogen. Das Problem ist, die Leute, die die Yacht geklaut haben, der Sohnemann ist ebenfalls noch an Bord. Und was wir jetzt machen müssen, ist der Yacht hinterher jagen und ja, nach Möglichkeit die Yacht zurückzuholen und im besten Fall auch noch den Sohn von Michael, also dem Typen, der gerade hier vorne am Auto ist. Franklin ist eben mein Kollege aus der Hood, ja, der sich hocharbeiten will vom Kleinganoven
so im besten Fall Großganoven. Wenn es passt, also ein bisschen die, ja, nicht ganz die Backstory von CJ aus San Andreas, aber soll natürlich ein bisschen das Äquivalent sein. Ich spiele mit beiden ganz gerne, eben mit Franklin vielleicht sogar noch am liebsten, weil er die besten Autofahrskills hat und für mich das Autofahren das Wichtigste ist bei den GTAs. Okay, und wir sehen gleich unser Destination Point da. Kommt gleich, da ist es. Da ist die Yacht. Oh, scheiße. Jetzt habe ich das, hab das Auto ein bisschen zerdeppert. Okay, aber da wird die Yacht gerade weggejacht, wegentführt. Ich muss dann hinterher. Und was wir jetzt hier machen ist, wir fahren leider in Anführungsstrichen mit Mike und nicht mit Franklin. Weil mit Franklin hätte ich noch ein bisschen mehr Präzision hier machen können. Also ich muss hier nah an das Auto mit der Yacht kommen, sodass Franklin draufspringen kann. Was ich auch empfehle. Komm. So. Was ich empfehlen kann, Conan O'Brien, der. Ach du Scheiße, was passiert hier? Conan O'Brien, der Late Night Host, der hat ja auch sein GTA 5 Video gemacht und der spielt genau diese Mission. Achso, warte mal, wenn ich hier auf Kreis. Okay, ja. Spielt genau diese Mission und schafft es nicht ganz, diese vernünftig dann zurückzubringen, aber sehr interessant, wie andere Leute angehen. Ich habe hier gerade in die Cinematic-Kamera geschaltet, das Auto steuert im Moment von alleine und ich kann mir sozusagen, ich kann zwar auch hinterherfahren, mir das angucken, aber auch so in diese Ansicht hier raufgehen. So, gleich muss ich nochmal selbst eingreifen, weil Franklin wird hier von dem Typen belagert und jetzt kommt der schwerste Part der Mission. Weil ich muss parallel fahren mit R2 und ich muss gleich L1 gedrückt halten, um die Pistole. Ah, aber ich hab's geschafft. Oh, sehr gut. Normalerweise, ich habe 5-mal Franklin erschossen das erste Mal, statt dem Typen. Ich muss L1 gedrückt halten zum Schießen und parallel mit dem linken Stick fahren, aber auch mit dem rechten Stick dann den Schuss lenken. Oh, und da ist der Sohnemann, da ist der Sohnemann. Wow! Sohnemann Jimmy und wird hier gerade vom Segel der Yacht rausgepackt. Ich muss schnell drunter fahren, damit er. Komm. Komm, Jimmy! Oh, fahr nicht so schnell, du Scheißding! Schnell. Okay, komm, Jimmy. Oh nein! Ey, warum fährt er so schnell weg? Sobald ich ein bisschen. Oh Scheiße, Jimmy fällt gleich runter. Okay, ich hab ihn. Mensch. Oh, aber den überfahre ich jetzt einfach. So. Das verdient. Der Jimmy verfolgt das. Ja, jetzt muss ich Franklin holen. Okay, Franklin. Komm, jump zurück, Franklin. Da. Und jetzt die Yacht verfolgen. Push it to the limit. Ein bisschen die Musik da. Gerade spielt. Okay, und jetzt müssen wir das Boot holen. Yay! Ah, aber, kann ich schon mal vorwegnehmen, das Auto ist hier kaputt und wir können diese Mission nicht zu Ende fahren. Ja, und jetzt wird es darum gehen, das Auto bei der Reparatur abzugeben. Aber gut, wie gesagt, ich könnte hier wahrscheinlich noch stundenlang dran sitzen. Ich bin sehr gespannt, wie das hier gerade geworden ist, das Livestreaming-Video in Anführungsstrichen. Also ich nehme das gerade jetzt hier am Sonntagnachmittag auf. Bedeutet, ihr müsst es eigentlich relativ gleich dann sehen können, nur leider nicht direkt live. Aber ja, das war das Gregos Gaming Heroes zu GTA 5. Ich werde mit GTA 5 eben nochmal für ein Review zurückkehren, wenn ich es durchgespielt habe, aber das nächste Video für diese Seite werde ich wahrscheinlich erst nach meinem Urlaub in so eineinhalb Wochen produzieren. Bis dahin, ich habe aber genug Zeug vorgearbeitet, da habt ihr noch genug zu gucken. Ich war der Gregor, bis zum nächsten Mal sage ich ciao, ciao und bye, bye. Bis dennsen. No, not that. It's all we do is scream at each other. No one